Okay, 283 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten und 5 Sekunden. G. Mhm. Bis dahin, weißt du, ne? Entweder ja. Wir haben die Macht oder der Meteor hat sie. Der Meteor hat sie jetzt schon. Das Blatt kann sich wenden. Nee. Wir sind Lappen. Aber was bist du eigentlich für ein Pessimist? Gott, das tut ja schon weh. So, komm, gib mir noch einen Sand. Danke. Gib mir den Sand. Gib mir den Sand. Achso, brauchst du jetzt noch Steine? Nee, ich brauch Holz. Achso, ne, das hab ich. Kann ich leider nicht mit dienen. Arbeit in der Wüste. Aber stimmt, ich brauche auch Holz, weil ich muss den Ofen anfeuern. Haben wir Fabric Tag? Fabric Tags, die macht man doch, meine ich, in der... Ja, aber haben wir das? Warte mal, nee, Fabric Tags? Hatte ich die nicht mal irgendwo? Ja, die hatte ich. Ich hatte die mal oben bei dir am Tisch angestellt. Die Fabric Tags. Dafür hatten wir doch mal die Baumwollwanderung gemacht. Mhm. Aber wie viele jetzt noch von da sind, das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich laufe. Geschwind. Wieder Wind. Hast du bei dir noch irgendwo Holz, Chi? Ja, hier ganz viel. Okay, dann komme ich jetzt gerade mal mit einem der LKW-Fahrer vorbei. Und mach mal ein bisschen, hol mal ein bisschen. Okidoki. Das sieht sehr komisch aus, wie es hier, guten Tag, wie es hier irgendwie auf Erdrampen übergeht. Ja, ich bin ja noch nicht fertig damit. Okay. Ist es egal, welches Holz ich nehme? Ja. Okay. Ach scheiße, jetzt bin ich wieder falsch, ey. Muss dahin. So, ich hoffe, das reicht erstmal. Lalalala, da, 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 da. Dieser umgedrehte Karren, der da auf dem Weg liegt, einfach. Das sieht gerade ein bisschen aus, als wenn da zwei Büffel Liebe machen. Wie sonst. Ich muss gerade denken. Psst, ruhig sein. G muss denken. Mhm. Brauchen wir Fabrics. Und die kannst du machen? Weiß ich nicht. Okay. Na. So, Brennstoff ist drin. Lagerplatz muss ich anklemmen. So. Und dann mache ich jetzt mal einen Rennofen. Warum der Rennofen heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat das einen Sinn, aber... Bestimmt voll die gute Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch eher Brennofen heißen sollte. Weil man da Sachen einschmilzt, aber... Ich sag einfach mal, ich bleib mal bei Rennofen. Vielleicht hat er es ja auch eilig. Bestimmt, ich meine, es ist ein Ofen. Öfen haben es immer eilig. Die haben auch immer so viel zu tun. Achso, und ich kann natürlich auch theoretisch noch hier die Truhe anklemmen. Was brauche ich? Oh Gott, ein Fabric. Dann kann ich den auch gleich... Geht mal! Fürchterlich nervig. Was denn? Wie kriege ich denn, wo kriege ich denn Cotton Thread her? Weißt du das? Cotton Thread? Mhm. Okay, Cotton Fabric machst du ja hier gerade, wie ich sehe. Mhm. Aber es reicht nicht. Cotton Thread. Aber das steht doch immer, wo du die machen kannst. Ja, Moment.
Landwirt-Tisch. Natürlich beim Landwirt-Tisch. Ach so. Selbstverständlich mache ich dann einen Faden. Wollten wir nicht mal auch irgendwann eine Farm oder sowas bauen? Ja, theoretisch. Ah, ja. Wir haben ja noch Zeit. Mhm. Wo ist denn mein Landwirt-Tisch? Da. Ach ja, sowas. Ich habe keine Kotten. Ja, hey. Nee, hier habe ich noch Cotton-Thread. Oh, nein. Ich fick hier. Was? Scheiße ist es. Dann habe ich ja so gar nicht mal so schlecht deine Vertretung gegeben. Okay, was kann ich denn jetzt hier machen? Aha. Oh, dafür brauche ich erst das Skillbook Schmelzen. Das haben wir doch schon, oder nicht? Echt? Ja, oder nicht? Ich muss mal oben gucken, was wir alles an Büchern haben, die ich gegebenenfalls noch nicht kenne. Grundlegende Techniken müsste ich haben. Landwirtschaft. Wenn dann wenigstens jetzt stehen würde, ob man das schon hat. Das war falsch. Da muss ich Schneider. Carpentry, Holzfällen, Schneidern. Nee, Schmieden haben wir tatsächlich noch nicht. Was ist das überhaupt? Da. Vor allem aus der Tabelle steht erst fortgeschrittene Schmelzen und dann Schmelzen. Tja. Ist wahrscheinlich alphabetisch sortiert. Ja, ist es auch. So. Gut. Aber dann haben wir zumindest schon mal den okay, dann läuft das Tisch hier dafür durch. Dann brauche ich noch Pottery Skillbook. Achso, die habe ich schon 5 von 5. Okay, dann warte ich nur noch auf das. Na gut. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten. Was mache ich derweil? Geht mal, was mache ich derweil? Warte, wie wär's mit Holz oder Steine? Gibt es eigentlich, kann ich, wo wir gerade dabei sind, ich habe ja jetzt Basic Upgrade 4. Ich habe übrigens wieder einige Steinstraßen und hier Stein, Steigen, Stein, wie heißt das? Roten Wolf verloren, also. Steinrampen, so, mir fiel der Name nicht ein. Oh, du baust Windmühlen? Ja, die brauche ich. Ah, stimmt. Für die Pottery. Ja, generell könnten wir mal Windmühlen machen. Dann könnte ich nämlich auch mal dieses große Mahlwerk wieder umsetzen, weil haben wir nämlich auch Energie, die wir bei Tesla-Dings da erzeugen. Tesla-Spule. Was wollte ich jetzt gerade gucken eigentlich? Kann ich dir nicht, weil ich keine Fabrik habe. Ich kann dir gerne noch mehr Windmühlen machen, wenn es ist. Ja, das wäre super. Also ich brauche nicht so viele, ne? Also 1, 2 reichen ja schon. Wo mache ich das Basic Upgrade 5? Das habe ich da keinen Work reingepackt. Wo mache ich Basic Upgrade 5? Ich habe das doch schon mal irgendwo gesehen. Oh, ich habe Hunger. Also hier ist Basic Upgrade 2. Ist gar nichts. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das gesehen habe. Hier ist nichts. Basic Upgrade 1 und 3. Wo
Wo habe ich Basic Upgrade 5 gesehen? Bling. Oh, genau zum Ende der Folge hin wird es fertig. Oh. Schön. Hm. Mann! Oh, hier habe ich noch nicht geguckt. Ne, hier ist Basic Upgrade 4. Basic Upgrade 4. Was ist? Basic Engineering Upgrade? Falscher Raum. Okay, vielleicht geht das doch nicht. Na gut, dann lasse ich erstmal die 4. So, dann versuche ich die wieder raus. Okay. So. Decrease resource cost for the table workers order. Okay, wir haben jetzt bei der Arastra, also bei dieser Mühle, ein decreases resource cost for the table work order. Also die Ressourcen, die benötigt werden, werden reduziert um 45%. Und auch die Craft Time wird um 45% reduziert. Was sagst du dazu? Ich bin beeindruckt. Das ist schon hart nice, muss ich sagen. So, beim Masonry Table packe ich auch eins rein. Gibt es noch irgendeinen Tisch, wo wir auf jeden Fall dieses Basic Upgrade brauchen, um halt die Kosten und die Dauer zu verringern? Das weiß ich bestimmt auswendig. Also ich wüsste jetzt gerade, ich will die jetzt nicht unnötig irgendwo reinpacken. Aber ich packe die sonst einfach erstmal hier in die Kiste, die restlichen. Ah! Alles okay? Nein. So, dann haben wir das gemacht. Ja. Bodenprüfer, Holzpfeilsteine. Ich gucke jetzt schon zum, ich glaube, zigsten Mal hier an diesem Tisch. Was brummst du mich denn jetzt an? Increase resource cost for the table work. Decrease with masonry by 50%. Okay. Gib mal, ich bin müde. 5% mehr, okay. Mühle. Müde. Hast du schon eine Mühle-Chi? Verfeinert Nahrungsmittel durch das Zermahlen unter einem Mühlenstein? Nein. Soll ich da mal einen machen? Ich bin nicht berechtigt, dies auf Kidmas Eigentum zu machen. Ich darf auf dein Eigentum nicht machen. Was willst du auf mein Eigentum machen? Den Wagen umdrehen, aber das ist dein Eigentum, das kann ich nicht machen. Ah, ich mach das später. Nee, jetzt! Nein! Ich hab jetzt keine Zeit. Doch jetzt! Nein! Doch jetzt! Nein, jetzt nerv nicht, nur weil du Langeweile gerade hast und nichts zu tun wieder. Jetzt mach den weg! So, das kommt hier rein. Gut. Dann kann ich jetzt. Wo war das denn jetzt? Kannst du den Wagen wegmachen? Nein. Mach den Wagen jetzt weg. Work. Bin am Worken. Du bist ein Depp. Nee, das ist dein Wagen. Der heißt schon so. Nee, der heißt Schleppdepp. Du bist einfach nur ein Depp. Ich dachte, ich bin ein Affe. Bist du auch manchmal. Mann, was ich alles bin. Ist ja Wahnsinn. So. Das war die falsche Richtung. Training Basic Upgrade. Decreases resources cost for the table work orders created with Bergbau. Aber das ist, ich bin unsicher. Holzrad, Schubkarre. Aber warum sollte man das machen? Steinmetztisch, Toolbench. Weil man es kann. Achso, das ist dasselbe. Gut, der Tisch ist hier gerade eh im Beschlag. Gib mal. Loom haben wir schon. Ja. Metzgertisch haben wir schon, ne? Ja, Hilfe. Verteilungsstation. Was denn? Die Welt ist so schief hier. Wo bist denn du? Ich bin ein Teil bei mir oben. Ich bin ein Teil der Welt. Warte.
Hilfe. Hallo. Hat man dich mafiamäßig in den Boden einbetoniert, oder? Nein, ich hänge am Wagen. Oh, warte. Ah! Das ist schön, wie der Kopf da rausschaut. Wie du mich da gerade angeguckt hast. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich mich so drehe? Es kommt immer mal wieder aus irgendeiner Stelle ein Kopf hervor. Oh. Jetzt, wenn du runtergehst, kannst du den anderen Wagen bitte mitnehmen. Mach du noch mal. Was ist denn jetzt? Du bist gerade mit dem Wagen einmal rumgeflogen. Ja, warum? Toll, jetzt steckt er wieder da drin, da wo ich ihn nicht wollte. Ah! Ah ja, gut. Dankeschön. Das ist nett von dir. Ah, hey, kein Problem. Und sag ja, wenn du runtergehst, kannst du den... Du gehst jetzt extra andersrum, ne? Ich wollte bei mir zu Hause vorbei, Entschuldigung. Du mieser kleiner Ficker. Entschuldigung, ich will einfach mal bei mir zu... Dass ich einmal in der Aufnahmesession bei mir zu Hause vorbei möchte. Willst du überhaupt nicht? Du willst einfach nur diesen scheiß Wagen nicht mitnehmen. Achso, das stimmt, da lag ja noch ein Wagen. Ja, da lag ja noch ein Wagen. Ja, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Scheiße, jetzt habe ich den Wagen wieder runtergeschubst. Im Arsch zu mir. Nö, jetzt ist nicht. Steht der aber da schon scheiße. Wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt auf ewig verloren. Ich, hab da was. So, warte. Ich komme. Zu dir. Hier. Da. Stell den mal wieder auf. Bitte, bitte. Alter! Ah, okay. Aber die kann ich bestimmt nicht aufnehmen, weil sie... Nee, doch. Hat sie erledigt. Oh, voller. Hat sie erledigt. Hab ich dir mitgebracht. Danke! Hm? Möchtest du jetzt den Wagen von unten mitnehmen? Nein, solange die Bauarbeiten hier noch andauern, ist es ein Teil der Arbeiten, die hier stattfinden. Oh. Ja, ich brauche eventuell dann eine der Windmühlen. Wir haben doch mehrere, oder nicht? Ja, drei brauche ich selber. Ich habe eine vierte zusätzlich. Dann mach noch eine fünfte. Ja, oder? Dafür braucht die Fabric. Warum ist jetzt denn der Wolf tot? Ach nee, der pennt nur. Ist okay. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Ich muss mal gerade bei deinen, den Sachen, die du bei dir noch oben hast, gucken, was man da herstellen kann. Nur geilen Scheiß. Geilen Scheiß? Ich habe übrigens ein Gewürz, das heißt geiles Zeug. Geil. Ja, und das schmeckt auch so. So, dann gucken wir doch mal. Was ist das hier? Das ist alles der Metzgertisch. Okay. Fleischreste. Schlachterhase. Wow. Boah, Speck. Oh, da kriege ich voll Hunger, wenn ich das alles lese. Ich habe vor mir immer noch Essen stehen. Weißt du, was ich noch bei mir unten habe, Chi? Nee. Grüner Tee-Mochis. Oh, ich hasse dich. Ich weiß. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie während der Aufnahme essen soll. Na, aber ich habe mir Chips gekauft und Karamellschokolade und Donuts.
Mhm. Also bei mir geht. Ja, ist doch cool. Sun-Cheese, Sunflower Oil, Zucker. Okay, das sind alles nur Essensrezepte. Nein, oh mein Gott. Alter. Ich bin gerade eventuell wieder ein Teil der Welt geworden. Hm. Ich habe das Gefühl, das magst du gerne. Mögen kann man es jetzt nicht nennen. Wir konnten Baumwolle hier nicht anbauen, ne? Nein. Kann man den Boden nicht irgendwie künstlich verändern, dass das geht? Weil ich meine, du kannst doch Dünger und solche Sachen einbringen, oder nicht? Ja, was? Keine Ahnung. I don't know. Ah. Also den scheiß Wagen da wieder hochkriegen. Gib mal. Entschuldigung. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ich bin so stolz auf dich, Chi. Das glaubst du gar nicht. Jetzt den Stück hier. Zurück. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Ja, stimmt. Wenn wir Pottery irgendwann fertig haben, Chi, dann der Folge. Dann wird das nächste, was wir benötigen, übrigens Schmieden sein. Okay. Ich fühle mich gerade irgendwie. Du fühlst dich gerade irgendwie. Lost? Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Das kenne ich aber. Okay, dafür muss ich immer schmieden. Das ist doch. Da, ficken! Denkst du auch an. Ja, ich habe das jetzt bewusst gemacht, um dich einmal zu triggern. Ja, aber ich hab, ist schön, mal alles rauszulassen. Vorhin, als du mal nicht da warst und ich ja... Ja, und ich mich, wie gesagt, deinem Niveau anpassen wollte, habe ich das auch gesagt und habe sofort hinterhergefügt. Mein Gott, es fühlt sich einfach so falsch an, das zu sagen. Nein. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich werde ganz rot, wenn ich das sage. Wort. Doch. Nee. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Die Klamotten, die man hier machen kann, das sind 1:1 dieselben, die man auch am Anfang auswählen kann, ne? Das kann sehr gut sein, ja. Wow. Oh, in 10 Sekunden ist übrigens dein Cotton Fabric fertig. Naja, das ist... Okay. Kidma? Ja, so ist mein Name. Hat sich erledigt, warte kurz. Warte, was ist das? Ich musste mal kurz Essen bringen, ich habe keinen Platz mehr in meiner Tasche. Ja, pack's mir einfach. Das ist zu schwer. Pack mir einfach das zu Hause hin. Nee, ich pack's dir den Karren. Den du mitnehmen sollst. Ja, gut. Eventuell kann man. Wie sieht das denn hier so komisch aus? Wir haben ein bisschen viel gebratene Tomaten. Aber nur ein bisschen. Du, gebratene Tomaten ist doch okay. Ja, so 200 Stück. Ich höre nur 200, ja. Finde ich gut. Eine brauche ich bitte, danke. So, was ist noch Essbares hier? Nichts mehr. So. Ich brauche noch Steinrampen. Ich hoffe, das reicht von der Tiefe her. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Bist du eigentlich immer so gefragt in deinem Leben auch immer so pessimistisch wie im Stream?
Oder in der Aufnahme? Ja. Wirklich? Ja. Du hast ein sehr trauriges Leben, Chi. Ja. Nein, ich bin bei allen anderen optimistisch, außer bei mir selber. Aber das hat doch gar nicht dich betroffen jetzt. Ja, dich würde ich einfach nur nerven. Achso. Also wie immer. Wird das nicht angezeigt, hält. So. Ja. Bam, 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 bam. Ja, wie viel habe ich denn da noch drin? Nichts mehr. Okay. Ich habe keine Steinstraßen mehr. Ja, Steinstraßen sind kein Problem. Ja. Ich bräuchte auch noch Rampen, 6 Stück. Könnte noch hinhauen. Aber das ist auch Ende im Gelände. So. Ich habe nämlich selber gerade 4 rausgenommen. Ich habe irgendwie 12 oder so, glaube ich, gemacht. Weiß nicht, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Achso. Meine Gelenke fangen an, weh zu tun. Du bist immer am Mimosen, Chi. Ja. Dies aber weh, tut das weh. Aber das hat gestern auch voll weh getan. Hallo, Chi. Hallo. Dachte, ich baue mich mal hier weiter runter, ja? So. Hey. Hm? Nein, tu's! Ich dachte, was Chi denn? Das ist sehr lieb von dir, Chi. Weiß ich schon. Aber ich bitte dich trotzdem, das nicht zu tun, aus einem Grund. Warum denn? Weil du große Steine rausschlägst, die man nochmal ein zweites Mal knacken muss. Und ich habe den Skill, dass ich nur kleine rauskrieg. Aber ich hack die dann einfach nochmal. Okay. Das ist wie so ein Staubsauger. Ich will dir nur helfen. Das ist sehr lieb von dir. Sofort alles weg. Nicola. Ich muss jetzt aber. Stein weggenommen, sonst habe ich dann doch hingehauen, ja? Ja, ich muss hier sowieso runter. So. Ich will eigentlich nur die 2 Minuten überbrücken, bis mein Ding fertig ist. So, ich mal. Na komm. Okay, alles klar, das kann ich anscheinend nicht abbauen. Ist auch schön, danke. Bin nix. So. So, wie viele Minuten muss ich jetzt noch warten? Oh, der ist noch gar nicht klein. Was ist das denn? Meuterei? Wo ist eine Meuterei? Ich weiß leider nicht, wie der Text weitergeht. Achso, das war's schon. Von Shudis Manitou, ja. Meuterei? Aber wo sahen die das bei der Shudis Manitou? Keine Ahnung mehr genau, deswegen weiß ich ja nicht, wie es weitergeht. Ach nee, Traumschiff Surprise, nicht. Shudis Manitou. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, deswegen weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Das ist schon ewig her. So, das packe ich eben drüber. Auf jeden Fall sagt der Spooky. Meuterei? Spooky? Aber wo? Spooky. Aber wo? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, wo er das sagen soll. War irgendwas ausprobiert und Schrotti klatscht irgendwas ins Gesicht. Das klingt nach ziemlich jeder Mainstream-Szene aus Traumschiff Surprise. Ich weiß es nicht mehr. Na gut, ist, wie gesagt, bei mir ist es schon ewig her, als ich den Film gesehen habe. Für mich gar nicht so lange, aber... Gestern. Nicht mehr. Nee, ein paar Wochen schon, aber halt auch nur ein paar Wochen.
So. Zack, zack. Ja, dann ist es soweit, Chi. Nein, das ist noch nicht. Ich verabschiede mich dann für die heutige Folge und ja, leider auch schon eine Aufnahmesession. Ich will jetzt Pottery noch fertig machen. Pottery? Ja, lass mich das mal noch fertig machen kurz hier. Ich will es nur ins Research schmeißen. Aha. Dann mache ich jetzt nochmal. So. Jetzt ist im Research. Jetzt können wir aufhören. Das ist beim nächsten Mal fertig. Ja? Okay. Ja. So, dann renne ich mal eben zu mir nach Hause. Wo bist du gerade? Da, wo ich da. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, es hat mir Spaß gemacht, Chi. Ja, es geht sehr schnell. Nach 3 Wochen. Ja, und nächste Session wird zum Glück nicht ganz so lange hin sein. Ja, nächste Woche schon wieder. Male Woche, das ist ja schon Dienstag. Nee, Quatsch, nächste Woche auch nochmal Mittwoch. Ne? Ja, nächste Woche auch nochmal Mittwoch, genau. Ja, stimmt, ja, in einer Woche. Ja, si, senora, senorita. Ja, dann, liebe Freunde, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch macht das Let's Play immer noch so viel Spaß wie uns. Auf Wiedersehen. Ihr seid doch dabei, habt Spaß und so weiter. Aber gut, auf Wiedersehen, liebe Freunde. Die Chi möchte gerne Feierabend machen. Bis dann, Freunde. Ich hab schon angefangen damit. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.